So, na dann werden wir die mal jetzt spielen. Dam, dam. So, nun los. Oh, schöner Bart. Haltet die Augen auf, Leute. Jemand hat unser Netzwerk im Visier. Die Brennerei könnte als nächstes dran sein. Das verkompliziert die Sache. Ja gut, ich muss jetzt die Tür öffnen. Also am besten wäre natürlich, wenn die jetzt alle dahin gehen, dann schieße ich nämlich die Fässer runter. Ich muss die mal kurz beobachten hier. Ah. Oh, da sind sogar noch mehr. Wo gehen die hin? Mist. Ich muss mal aufpassen, also so viel wie möglich. Ach, die hauen die ab. Das ist ja blöd jetzt. Ich könnte aber mal. Nee, Quatsch. Mit den Bolzen hier. So. Tötet euch. Also die Pistole ausgewählt. Ja, sehr schön. Jetzt kann ich da ganz in Ruhe. Schwupps. So leicht geht das. Sie sollten nicht herumschleichen und achtbare Gentlemen erschrecken, junger Mann. Mir war gar nicht bewusst, dass Herumschnüffeln als achtbar angesehen wird. Schnüffeln? Sir, ich versichere Ihnen. Bleibt wachsam. Schnell, rein da. Das war fast schon zu knapp. Junger Mann, haben mich ganz schön erschreckt. Ich hielt Sie für einen von denen, aber jetzt verstehe ich, warum Sie hier sind. Aus demselben Grund wie ich, vermute ich. Vermuten Sie? Ich glaube, ich habe etwas gefunden, junger Mann. Ja, was hast du denn gefunden? Eine Was recht denn? beeindruckende Apparatur, meinen Sie nicht? Das Ding hier? Ich kenne größere. Datura Stramonium oder Stechapfel, wie er gemeinhin genannt wird. Das kommt in den Sirup hinein und Opium ebenso. Empörend, außerordentlich ekelerregend. Okay. Aber was ist denn? Ich will nämlich mal ganz kurz gucken, ob. Was? Jeden in dem Gebäude mit dem Gas töten. Oh oh. Ich muss mal ganz schnell hier nach oben. Dass die mich nicht sehen. Da muss ich ganz wichtig die Kiste mitnehmen, weil ich weiß nicht, ob nachher noch das Ding hier offen ist. Oh. Wie soll ich denn jeden hier mit dem Gas töten, wenn... Die
Olle da. Ich bin noch anonym. Wie anonym denn noch? Das ist da ja nicht mehr. Ach, Mann. So, jetzt. Jetzt geht's. So, jetzt muss ich mal gucken. Mist. Mann, naja, weil der auch so klettert hier schon wieder, ey. Einer muss sich um ihn kümmern. Oh. Ah, den kann ich schon wieder vergessen. Oh, und dann komme ich gar nicht vorbei. Jetzt ist vorbei. So, naja, muss ich die jetzt so töten. Kein Problem für mich. Mann. Zack, zack, zack. So, noch irgendjemand was? Bam. So, das war's. Kann ich das hier auch sabotieren? Schade, dass die Bonusaufgabe jetzt nicht geklappt hat. So, die Ventile sind... Ach, da oben sind ja noch mehr. Geht da irgendwie hoch? Na nun, los. Los, hoch jetzt hier mit dir. Die hätte ich mal vorher sabotieren müssen können. Das wäre viel besser gewesen. Hier waren ja auch so viele Gegner, aber. Naja. Naja. Also mehr durften das jetzt eigentlich nicht sein. Doch. Muss ich die Maschine hier sabotieren? Dann muss ich da hoch. Noch weiter hoch. So, komm. Sofort alle Mann raus hier. Ja. Zack. Zack und zack. So, na, das ging doch. Gut gemacht, mein Junge. Gut gemacht. Charles Darwin, sehr erfreut, Ihre Bekanntschaft zu machen. Jacob Fry, die Freude ist ganz meinerseits. Während Sie Unheil gestiftet haben, fand ich das hier. Es zeigt, dass eine Probe von jeder Charge in die Lambeth-Anstalt versandt wurde. Mhm. Dort sehr schön. Besuchszeit ist. Nicht so voreilig, Mr. Fry. Es arbeiten viele Leute in Lambeth. Sie wollen doch nicht unnötig Aufmerksamkeit erregen. Hm.
Aber wo bleibt da der Spaß? Nicht jedes Problem kann mit gewaltigen Explosionen gelöst werden. Manchmal ist ein wenig mehr Diskretion angebracht. Es ist schon spät. Ich treffe Sie an der Anstalt, um die Nachforschungen fortzuführen. Okay. So. Okay, das haben wir schon mal. Jetzt muss ich zur Anstalt. Allerdings muss ich das dann mit der Ivy spielen. Weil die kann besser schleichen. Wo ist denn die Anstalt hier? So, naja, werden wir mal hingehen. Das ist jetzt natürlich dann auch der Ort, wo ich gesagt habe, da müssen wir in das Gebäude rein, um die Kisten zu kriegen. Jetzt kommen wir da auch rein. Jetzt habe ich hier aber schon wieder ein Gebiet, wo ich auch mal ganz kurz gucken möchte. Ah, die ist ganz oben, die Kiste, gut. Ich meine, kann man natürlich gleich mitnehmen, ah. Stand hier nicht eben, dass hier eine Kiste oben ist? Ist hier noch weiter, ja? Ah, hier ist er. Gut. Auf mit dem Ding. Ein bisschen Seide und viel Geld. So, dann gehen wir jetzt zur nächsten Mission. Zack, zack, zack. Eieiei. So, hätte ich mir eigentlich ohne Kutsche nehmen können. Das wäre wahrscheinlich schneller gegangen. Aber egal, so kann ich hier noch diese Plakate einsammeln. Die Illustration. Habe ich. 2 von 7. So, ist hier noch irgendwo was zum Einsammeln? Sieht erstmal nicht danach aus. Ein Feind, der kann mir egal sein. Eieiei. So, jetzt sind wir auch gleich da. Oh, da sehe ich gerade einen kleinen Glitch. Wenn ich schon mal hier bin, nehme ich den Oglei. Bodycap habe ich. So, So, jetzt verstehe ich schon wieder. Wie kann denn der sich abstoßen? Ach Mann. So, haben wir. Das ist eine Alarmglocke. Aber die brauchen wir jetzt nicht mehr sabotieren. Das ist Quatsch. Ach ja. So. Ich muss mal gucken, ob das überhaupt jetzt geht, aber müsste ja. Spielen wir nämlich mit ihr die Mission. Ah, sie hat Fähigkeiten. Die muss ich natürlich nochmal ein bisschen ausrüsten hier. Das mal und auf jeden Fall würde ich das gerne noch machen. Jetzt habe ich auch hier Level 5 erreicht mit ihr. So, das ist natürlich jetzt alle zu teuer, aber egal. Ich habe ja nur noch einen Punkt hier. Ist der Flecker, den ich hier da
zu meinen Bekanntschaften zählen zu müssen. Mr. Dickens hatte recht. Selbst das schlechteste Wetter kann ihn...